Der Abgeordnete Herr Müller von der Fraktion der NPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Grundsatz tragen uns die Koalitionsfraktionen hier eine Beschwerde vor und wollen dem Landtag ein Lippenbekenntnis abtrotzen. Sie, meine Damen und Herren, wollen, dass wir in das Klagelied einstimmen, blenden aber die Ursachen völlig aus. Wir sind uns sicherlich darin einig, dass die herrschenden Zustände mit Gewalt nicht nachhaltig zu verändern sind. Aber es muss die Frage erlaubt sein, warum es zu dieser Gewalt kommt. Viele Menschen fühlen sich ohnmächtig, alleingelassen und nicht verstanden. Andere fühlen sich übergangen und ignoriert. Ignoriert von einer politischen Klasse, welche die Interessen und Wünsche des Volkes schon lange nicht mehr in den Mittelpunkt ihrer politischen Entscheidung stellt. Mehr als 700 Einwände haben Bürger gegen den Bau der europaweit größten Schweinemastanlage vorgebracht. Genehmigt wurde die Anlage trotzdem. Was sollen die Menschen, die sich Wochen und Monate lang mit diesem Thema beschäftigt haben, die Angst haben, ihre Existenz im Tourismus zu verlieren, davon halten? Was haben Sie als Politiker getan, diesen Menschen die Angst zu nehmen? Frau Holznagel soll in der Region rumgereist sein, um die regionale CDU auf Linie zu bringen. Das schlagende Argument soll dabei eine teure Kommission zur Standortsuche für solche agrarindustriellen Großprojekte gewesen sein, die bis dahin noch keine größeren Erfolge vorzuweisen hatten. Sie reden zwar immer viel von Demokratie, aber wenn es darauf ankommt, den Willen des Volkes zu beachten, dann ziehen Sie sich hinter den Behördenapparat zurück und versuchen, die Menschen mit Fachchinesisch und Paragraphengedusel besoffen zu reden. Rein Wein schenken Sie den Betroffenen nicht ein. Dafür verdrehen Sie die Begriffsinhalte und versuchen so den Eindruck zu erwecken, es wäre ja alles ganz anders. Frau Schlupp beispielsweise erklärte den niederländischen Agrarindustriellen Adrianus Strathoff in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion quasi zu einem einheimischen Landwirt. Dabei sind es die Großprojekte dieses Herrn, die mittel- und langfristig den kleineren Tierhaltern die Luft zum Atmen nehmen werden. In der Presse wird er deshalb in Anlehnung an die Heuschreckendiskussion ganz bewusst nur als Investor bezeichnet. Das genehmigte Großprojekt in Altelin ist gar keine Landwirtschaft, sondern ein Industrieprojekt. Allein ein Blick in die Definition der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft zeigt, dass eine im Verhältnis zur bewirtschafteten Fläche ausgewogene Tierhaltung dort nicht stattfindet. Und das Argument Arbeitsplätze ist hier auch fehl am Platz. Schauen Sie sich einfach mal die Situation in anderen Großstellen an. Dort arbeiten teilweise nur 3 bis 5 Angestellte. Diese müssen oft nur Radlader fahren können. Den Rest übernimmt die vollautomatisierte Technik. Von Flüssignahrung über Antibiotikagabe ist alles automatisiert. Und beim Stichwort Antibiotika sind wir auch gleich beim Thema Gülle. Diese fällt ja reichlich an, gerade in Industriestellen. Neueste Untersuchungen zeigen, dass die Antibiotika mittlerweile auch den Äckern und in Pflanzen nachweisbar sind. Auf diesem Weg breiten sie sich dann auch in der Natur aus. Umkehrbar ist auch dieser Prozess nicht. Aber Sie werden uns vermutlich erklären, dass alles nur Hirngespinste oder Verschwörungstheorien sind. Wie alles ist alles immer in bester Ordnung. Wenn sich Frau Schlupp nun aber gar dazu hinreißen lässt, auf die Tierschutzorganisation PETA einzuschlagen, dann darf das nicht unwidersprochen bleiben. Man kann über die Ausrichtung der verschiedenen Tierschutzorganisationen unterschiedlicher Ansicht sein. Aber ohne solche Interessengruppen blieben der Öffentlichkeit viele Dinge verborgen. Und wenn sich Tierschützer gegen tierquälerische Zustände stark machen, dann tun sie dies letztendlich für die Tiere. Sie, meine Damen und Herren, interessieren sich nicht für die Tiere. Anders sind Ihre Äußerungen gar nicht zu interpretieren. Sie wollen die Massentierhaltungsanlagen in Mecklenburg und Vorpommern ausweiten. Sie wollen eben nicht die arbeitsplatzschaffende, kleinteilige Landwirtschaft.
Sie und Ihre Politik stehen für die Agrarindustrie mit Gentechnik, Massentierhaltung und Monokultur. Mit dieser Ausrichtung verbauen Sie die Zukunft des Landes. Darum lehnen wir diesen Antrag ab.